Mädels, wo immer ihr auch seid, heute am Donnerstag, den 24. März 2022. Ich bin, wie der Insider unschwer erkennt, hier am Beginn der Nacktlöhr-Route. Grundlage oder Basis für dieses Video, bin wieder auf alten Faden unterwegs, ist eine Kolumne aus dem zweiten Halbjahr 2014. Dort habe ich über den Wandel in der Nacktlöhr-Route geschrieben, eine Kolumne. Da ging es in erster Linie um den Bereich zwischen Dolphinkreisel und Zoll 33. Das ist dieser Abschnitt, da wurden damals die Vorbauten abgerissen, dann diese schöne wellenförmige Dächer installiert, wellenförmige Fußböden, Fliesen verlegt. Und es gab Spekulationen eben, was wird sein mit dem anderen Abschnitt, 33 bis 31 und weiterhin bis zum Anton. Einige der Entwicklungen haben die Leute oder jeder hat es mitbekommen. Anton ist in die 27 gegangen, 227, dort aber jetzt auch aufgegeben, der Nachfolger. Hier in diesem Abschnitt auch einige Änderungen. Hier gab es irgendwo mal damals die 7 Bar weg. Hier die Bars, die beiden, hier ist offen, hier sind zwei zu, hinten das traditionelle Why Not, die traditionelle Why Not Bar, im Moment auch noch zu. Dafür gibt es allerdings direkt gegenüber ein riesen neues Projekt, fast fertig, im Juli soll wohl eröffnet sein, das Hotel Space, der Gruppe, der auch das Terminal 21 gehört, das Zorn-Gruppe. Und hier zwischen 233 und 31 auch ein Riesenbau, was wohl ein Hotel werden soll. Ja, das sind die ersten großen sichtbaren Veränderungen schon mal. Hier die traditionelle Zoll 33, vielen bekannt. Die linke Seite der Zoll 33, alles eingezäunt. Ehemalige Barcenter, hier Pitbull Barcenter dicht. Pitbull gibt es nur noch diese Cornerbar hier in der Ecke. Und es gibt hier auf der rechten Seite noch das Barzi, das bei Gerhard, das umgezogen ist auf der 31. Die Pizzeria dort hinten. Ja, und das Leckerli hier vorne. Das war es denn hier auch schon mit 33. Der Rest, wie ihr selber seht, ja, abgesperrt, eingezäunt. Möglicherweise wird das irgendwie Parkplatz für dieses Hotel. Und hier drüben dann Space Partei. Ja. Wer da mal einziehen soll, keine Ahnung. Dazu müssen ja noch ein paar Touristen kommen. Aber im Moment hier gar nicht damit aus. Wir gehen nochmal bis zur 31 vor, damit ihr das seht. Auch diesen Riesenklotz hier eben, der die ganze Fläche einnimmt, von der 33 bis 31. Hier ehemalige Bars, oder Restaurant Armenia, Pitbull Bar Center, alles Geschichte. Und auch ein Stückchen weiter hoch nach der 29, in Herderpunkt 29 ist das Bar Center. Existiert zwar noch, aber auch nicht mehr so richtig. Dolle was los. Wie eigentlich überall im Moment, das relativ ruhig ist. Ja, das ist der Wandel in der Nacktlöhr-Route 2022. Angefangen hat er also schon vor 8 Jahren alles. Oder vielleicht sogar früher. Aber so ist es halt im Parteier. Nichts ist hier beständiger als der Wechsel. Das kennt man auch von vielen Bars, von vielen Restaurants. Also, zum Abschluss nochmal einen Blick auf die Nacktlöhr-Route hier. Und auf diesen Klotz des Hotels. Und einmal nochmal gegenüber das Space. Also dann, einen schönen Tag, euer. Bis zum nächsten Video. Bye-bye.